Bevor es jedoch obenrum kräftig wachsen kann, muss es auch unterhalb der Erde richtig stimmen. Gesunde Wurzeln ist unser Hauptthema heute im MDR Garten. Und viele Fragen möchten wir heute mit unserer Gartenfachberaterin Helma Martolomei erklären und auch klären. Herzlich willkommen, Frau Martolomei. Schönen guten Tag. Ich denke, wir sollten erst mal die zwei Unterschiede klären. Containerware und wurzelnackte Ware. Sie haben uns schon ganz viel mitgebracht. Ja, also ich habe hier mitgebracht Baumschulware. Und bei diesen Pflanzen handelt es sich um wurzelnackte Pflanzen. Das heißt also, die werden auf dem Feld angezogen und dann im Herbst rausgestochen, rausgerodet. Und da werden die im unbelaubten Zustand, also in der Vegetationsruhe, verpflanzt. Das heißt also im Herbst, Oktober, November oder im Frühjahr, März, April. Ja. Das muss also im unbelaubten Zustand passieren. Ja. Die Pflanzverlängerung, also Topfware oder Containerware, die Pflanzen werden im Topf angezogen und damit sind sie ganzjährig pflanzbar. Das heißt also, wir unterbrechen dort nicht das Wurzelsystem und damit könnten wir sie auch direkt im Hochsommer pflanzen. Und was ist mit der Ware, die ich jetzt im Jutesack eingepackt bekomme? Ist das ein Zwischending? Das ist Ballenware. Auch da wird auf dem Feld angezogen. Die Pflanzen werden über die Jahre mehrfach umstochen und dann werden die eingepackt in solche Jutetücher. Und das betrifft meistens solche Sachen wie Koniferen zum Beispiel, aber auch Rhododendron werden teilweise so verkauft. Frau Bartolomei, alles hat ja seine Berechtigung, aber wann entscheide ich mich wirklich für was? Wann sagen Sie, da ist die Containerware, die Topfware besser? Wann sagen Sie, es ist die wurzelnackte Ware besser? Haben Sie da für uns so eine Richtlinie? Ja, also die Wurzelware beschränkt sich eben wirklich auf Frühjahr oder Herbst von der Zeit her. Und das ist ja relativ preiswerte Variante im Vergleich jetzt zur Containerware. Es ist aufwendiger, den Container oder im Topf anzuziehen. Ja. Und wenn man jetzt Wurzelware nimmt, das würde ich zum Beispiel bei Heckenpflanzen machen, also bei Ligusterhecke oder Hainbuchenhecke. Obstbäume, Rosen kann man sehr gut wurzelnackt verpflanzen. Aber die Rose gibt es jetzt um die Zeit natürlich auch blühend. Also gerade wer mal die Nase dran halten möchte und mal schnuppern möchte oder die genaue Farbe sehen möchte, da kann man natürlich im Container oder im Topf angezogen die Pflanzen direkt blühend sehen. Und dann hat das natürlich auch Vorteile. Der Nachteil ist sicherlich der Preis. Muss ich dann nach der Jahreszeit auch gucken, dass Sie sagen, wir haben jetzt Mitte Mai, bin ich da mit der wurzelnackten Ware schon zu spät? Weil wenn ich jetzt das hier anfasse, es fühlt sich dann doch schon trocken an und ich sage, Hilfe, komm du bitte raus. Das ist zu spät hier definitiv. Das sind noch mal Überbleibsel gewesen, die ich jetzt einfach mal gezogen habe zum Zeigen. Um diese Jahreszeit würde man das nicht mehr bekommen. Die Kollegen pflanzen das teilweise dann in Töpfe, so wie es hier vorne bei den Stachelbeeren oder den Jochelbeeren der Fall ist. Und wenn das richtig durchwurzelt ist, kommt das dann auch in den Verkauf. Also das könnte man dann auch später pflanzen noch so. Apropos Pflanzen, wenn ich pflanze, ist das auch ein Unterschied, ob ich Container oder wurzelnackte Pflanze, sieht dann dementsprechend auch das Pflanzloch bzw. die vorbereitete Erde, der Boden auch anders aus? Ja, also bei der Wurzelware ist es auf jeden Fall so, dass wir das ja im Einschlag bei der Gärtnerei kaufen oder bei der Baumschule. Dann werden die Wurzeln noch mal leicht angeschnitten bzw. beschädigte Wurzeln werden entfernt. Und dann muss auch der Pflanzschnitt gemacht werden, weil durch dieses Unterschneiden mit dem Rodeflug habe ich ja einen Verlust bei der Wurzel. Also muss ich das Wurzelsystem wieder anpassen mit der Krone, dass das im Verhältnis steht, zueinander, dass es gut anwächst. Bei der Containerware ist es ganz wichtig, dass man einfach wirklich diese Pötte auch noch mal richtig taucht und richtig gut wässert. Ja. Da ist ein Anschnitt oder ein Pflanzschnitt jetzt zum Beispiel bei Obstbäumen nicht zwingend jetzt für ein Anwurzeln, aber für eine erste Formung der Krone könnte man das auf jeden Fall auch machen.